ey, 7:30 Uhr, die meisten würden da noch schlafen. Oh mein Gott. Ja, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und guten Morgen an alle. Keine Ahnung, wann ich das hochladen werde. Es ist viel zu früh, aber wir fangen heute mal an. Die Weihnachtsstimmung macht sich langsam bereit und wir alle haben schon das Update gesehen. Das Problem ist jedoch, dass du normalerweise eigentlich vorspulen kannst und auf das jeweilige Event skippen kannst, um es dir vermutlich früher anzusehen, weil du keine Zeit hast an dem jeweiligen Tag oder einfach, weil du eine YouTuberin bist und die Leute im Internet spoilern möchtest. Ja, es funktioniert nicht mehr. Es ist super schade, dass es nicht mehr funktioniert, denn laut diversen Quellen soll es nicht mehr funktionieren. Deutsch wieder 1-0, Kati. Im Prinzip ist es aber eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Idee von Nintendo, weil ich finde, dass wir dann alle im Endeffekt auf demselben Level sind. Wenn du beispielsweise den 26.11. anstrebst, ja, dann kann es sein, dass da der Truthahn noch nicht da ist. Wir skippen nicht, wir spoilern dann keine anderen Leute, die Bock haben, eigentlich nur zu spielen. Ich finde, das macht irgendwie das Spiel nicht mehr so krass langweilig. Ich gebe zu, ich bin eine Skipperin, aber nur, weil ich es manchmal eher mag, in den Sommer zu skippen, als jetzt manchmal Herbst zu haben. Also je nachdem, wie die Blätter gerade sind. Und ich skippe nicht eigentlich gar nicht bis kaum zu Events, weil ich mir eh denke, hey, mir bringt es halt nichts. Außer im Endeffekt für Videos. Und ich finde, das ist persönlich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, dass du dann auch selber den Spielspaß nicht verlierst. Ich gehe mal davon aus, dass Rückskippen definitiv gehen wird. Es wird wahrscheinlich jetzt nur dieses Jahr so sein, dass du nicht Zeitreisen kannst zu den neuen Events. Wenn nächstes Jahr Karneval kommt oder ähnliches, dann kannst du da vermutlich auch nicht mehr hinskippen. Aber ob das jetzt so schlimm ist, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das einzige Problem, was ich jedoch sehe, ist Weihnachten. Am 24. Dezember ist man nicht unbedingt an der Switch, sondern eher mit der Familie zusammen. Je nachdem, was Corona halt bringt und je nachdem, was man jetzt eigentlich darf oder nicht an Weihnachten. Aber im Endeffekt finde ich es persönlich ein bisschen doof. Jedoch kannst du dennoch, gehe ich mal davon aus, zurückspulen und das Event nochmal neu starten. Es sei denn, du bist kein Skipper, weil dann hast du ein Problem. Generell muss ich sagen, was ist daran eigentlich so schlimm, wenn man timeskippt? Beziehungsweise, es macht ja niemanden das Spiel komplett kaputt. Wenn er nicht gespoilert werden möchte, ja, dann soll er nicht ins Internet gehen. Denn das Hauptproblem eigentlich, dass du nicht wirklich skippen kannst, ist einfach mein Kaffee. Warum drehe ich um 7 Uhr morgens ein Video, obwohl ich nicht mehr wach bin? Und da würde ich aber sagen, danke an meine Mitglieder, die mich tatkräftig unterstützen und supporten, die unfassbar schönen Smileys machen, wie Kathi Emotes. Und dann würde ich aber sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.